Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Und wir wollen jetzt was nach. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Tut bitte nichts, was die Einheimischen verärgern könnte. Sie brauchen nicht noch mehr Gründe, um uns zu hassen. Gut. Jetzt soll es hier ein optionales Ziel geben. Was ist denn das optionale Ziel? Ach, warte mal. Ist das blaue nicht die rot verdrehende Karte? Ah nein, das ist meine Markierung. So, wir müssen zu dieser Ausgrabung. Zack. Gut, da waren wir noch nicht, aber wir haben doch ein bisschen schon, wir waren doch schon im Winterfeste. Ja, zack. Dann benutzen wir das, um ein bisschen schneller voranzukommen. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ja, dann hat die Wache eben Pech gehabt. Ich würde auch sagen, ich nehme wieder meinen Bogen in die Hand. Denn... Na? Ich habe jetzt auch übrigens, ein bisschen an der Performance getan. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Da. Und zwar einmal, dass sich die Texturen schon vorladen und ja, dass ich allein dem Spiel mehr Speicher gegeben habe, so dass es weniger von der Festplatte ablesen muss. Ich hoffe, das merkt man auch, sonst wäre das nicht so klug. Denn... Aua, ist das weh. Ich muss auch leider... Oh oh. Ist da jemand? Nicht? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Aua! Hallo, böse. Nein, jetzt habe ich ihn nicht getroffen. Das ist schlecht. Na, komm her. Ja. Perfekt. Kann ich meinen Pfeil auch wieder nehmen und ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, das hilft schon ziemlich. So, eigentlich wollten wir ja gar nicht am Anfang Musik hier. Magie lernen. Aber ich halte es für sinnvoll. Sagen wir mal so, damit wir auch ein bisschen leveln und ein bisschen mehr von Skyrim haben. Denn hier geht es ja schließlich um Magie. So, jetzt müssen wir... Ah, da hoch. Super. Ja, hätten wir auch oben bleiben können. Lauf nach oben und triff dich mit Toftier. Hä? Ach, da unten. Ja, das... Ey, was ist denn jetzt los? Nein, ich... Ich hänge... Nein, ich hänge nicht. Boah, zum Glück. Fällt mir ein. Nein, nein. Ich sollte mal speichern. Sonst
habe ich nachher Probleme. So. Nach da unten. Ja, ich würde sagen, ich muss ein paar Stunden warten. Damit die anderen auch hier ankommen. Es ist aufregend, nicht wahr? Ja, ist es. Und hier sind wir nun. Wollen wir hineingehen? Ich gebe gerne etwas von dem weiter, was ich weiß. Oh. Ja, komm. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Steige eine Stufe auf, um das Training fortzusetzen. Also gut. Schön. Nein, lass mich erstmal meine Stufe fortsetzen. So, Gesundheit, Ausdauer. Ich würde sagen, ich stecke einmal ein bisschen in Magika. Und dann mal gucken, was wir hier machen können. Wir sind jetzt Schießkunst 51. Da gab es irgendeinen geilen Dingsbums, was wir machen konnten dann dazu. Erfordert 50. Du kannst doppelt so viele Pfeile aus toten Körpern zuholen gegen alle Gegner. Außer den großen zu 50% aus dem gleichen Gleichgewicht. Och ja. Erfordert 60. Naja. Rüstungswert erhöht sich. Passt genau. Haben wir schon gemacht. Erfordert. Warte mal. Ausdauer wird 50% schneller wiederhergestellt. Boah, das ist geil. Wird nichts verlangsamt dich nichts, wenn sie getragen wird. Schleichen. Löst keine Druckplatten aus. Das ist auch geil. Oh mein Gott, hier gibt es wieder so geile Sachen. Ja. Ich würde sagen, wir sollten hier auch noch mal ein bisschen was reinstecken. Hallo? Ja, ach, nein, kann ich gar nicht. Okay, dann nehmen wir mal den hier. Oder? Ja. Redekunst. Ah. Hätten wir auch machen können. Okay. Zu spät. Gehen wir rein. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Okay, gehen wir hinein. Also gut. Bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein. Aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Da hat er recht. Also mal gucken, wie schnell er jetzt lädt. Oh. Das ist schön. Wie einige von euch vielleicht wissen, war Saartal eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Saartal geschehen ist. Okay. Das ist eine aufregende Gelegenheit für uns.
Eine so frühe Zivilisation und ihre... Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? Nein. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Was machen wir mit euch anderen? Brelina, meine Liebe, warum sucht ihr nicht nach Schutzzaubern? Alles, was darauf angelegt ist, andere fernzuhalten. Aber lasst sie bestehen. Identifiziert sie nur. Also gut, alle miteinander. Lasst uns vorsichtig sein, aber auch Spaß haben. Lasst uns Spaß haben. Mal gucken, was es hier oben so gibt. Da gibt es Pilze. Mal leckere Pilze für die anderen. Schuppenschwamm. Liegt da jemand? Ne. Gut, dann laufen wir mal weiter. Vielleicht sollten wir lieber schleichen. Wäre vielleicht zu unserem Nutzen. Nun, nichts von dem bringt meine Forschung weiter voran. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr, könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Okay. Gut, dann... Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Gut, machen wir. Also gut. Kleiner Seelenstein. Verzauberter Ring. Verzauberter Ring. Zauberterin. Amulett. Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Ich bin hier drin Wie gefangen. In aller Welt ist das passiert? Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Versuchen wir es einfach mal. Und ziehen das Amulett an. Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Okay, lass mal ein bisschen Magie wirken. So, ich bin für Kerzenschein. Okay. Kerzenschein bringt wohl nichts. Gut, dann müssen wir mal... Oh. Heftig. Obwohl ich finde, dass dieser Funken
am schlimmsten aussieht. Sehr interessant. Hier geht's nicht weiter. Beschädigtes Buchleintuch. Warum in aller Welt sollte dies denn versiegelt sein? Was ist das für ein Ort? Ich weiß es nicht. Ah, ich hab noch. Ich bin nicht sicher, was uns hier erwartet. Bitte seid vorsichtig. Was ist denn jetzt passiert? Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Es ging um den Sijik-Orden. Sijik-Orden? Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Was ist der Sijik-Orden? Nein. Also gut. Wow! Okay. Das war ein leichter Schock. Aber immerhin haben die Geld. Seid bereit, euch zu verteidigen. Ja. Sind wir. Wir haben ja auch noch unser. Das ist einfach faszinierend. Feuerschrei. Hoffe ich. Seid bereit, euch zu verteidigen. Ja. Was habe ich gerade gemacht? Das ist einfach faszinierend. Ich aktiviere einfach mal den Hebel. Hier drüben. Oh. Okay. Jo, das geht schnell, also. Scheinbar sind so wir etwas schon habe ich in gut. Den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genauer. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Ich würde gern eine Weile bleiben und das alles untersuchen. Ihr dagegen sollt weiter versuchen, das zu finden, was diese Vision euch gezeigt hat. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon voraus. Ich komme bald nach. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen Magie. Ja, wir bleiben bei Magie, oder? Gehen wir mal weiter. Oder eher gesagt nicht. Oder doch? Wer weiß. Wer weiß es schon, wo wir hingehen werden.
Ich würde allerdings auf jeden Fall sagen, hier machen wir mal kurz wieder eine Pause. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis gleich.